Bei unserem nächsten Stand, da kommt Farming wirklich auf das nächste Level. Hier spielen einige Faktoren zusammen. Das ist Energie, das ist IT, Industrie, Finanzen und Projektmanagement. Das heißt quasi Farming auf dem nächsten Level. Smart Farming ist das Stichwort. Bei uns ist Holger Stromberg mit Organic Garden. Willkommen beim GreenTech Festival. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, kurz dabei, aber ich bin jetzt schon begeistert von dem ganzen Surrounding. Es ist Ihr erster Besuch hier auf dem Festival. Auf was haben Sie sich am meisten gefreut? Ich habe mich am meisten auf die Vernetzung gefreut, denn in Deutschland ist es ja so, dass wir oft in Schubladen denken und über diese Schubladen hinaus wenig miteinander kollaborieren. Das heißt, ich freue mich auf interessante Gespräche, auf tolle Menschen, die tolle Entwicklungen, tolle Ideen haben, um auch unsere Idee wieder weiterzubringen, um uns mit unserer Idee auch andere Menschen weiterzubringen. Und ja, das gelingt schon in den ersten Stunden super. Was ist denn Ihre Idee, wenn Sie schon darüber sprechen? Möchten Sie die uns etwas näher bringen? Ja, also ich stehe dafür, ich bin zwar geborener Genussmensch und geboren als Koch quasi, aber ich möchte die Ernährung der Zukunft mitgestalten, mitverändern und möchte die Menschen umbegeistern zu einer deutlich pflanzenreicheren Ernährung. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, aber ich sehe da immer den holistischen Ansatz. Also ich möchte nicht nur ein singuläres Produkt auf den Markt bringen oder ein Rezept, sondern wir müssen die Menschen umbegeistern. Umbegeistern kann ich sie durch das, was ich gelernt habe, nämlich Geschmack, Sensorik zusammenzubringen, zu vereinen zu einer tollen Speise. Aber das reicht mir nicht mehr aus, sondern die Menschen sind bereit, unser Hotdog zu essen, obwohl es kein Fleisch hat, keine klassische Eier, Mayonnaise und so weiter. Es schmeckt ihnen allen gut und das sagen sie nicht nur, weil wir so nette Menschen sind, sondern das ist eine ehrliche Meinung. Und genau so können wir diese Ernährung verändern, indem wir eben über diese Begeisterung kommen. Jetzt reicht es mir aber nicht mehr aus, denn ich kriege gar nicht so viele Produkte, wie ich brauche. Also diese, ich sag mal, plant-based, veganen, rein pflanzlichen Produkte sind endlich. Sie gibt es auch leider nur in kleinen Verpackungsgrößen und es ist noch eine Nische, aber sie ist eben stark überlaufen. Das heißt, für mich war es klar, dass wir in die Produktion gehen müssen, beziehungsweise bis hin zum Anbau gehen müssen. Und so kam ich zu Organic Garden, dem Projekt für und mit dem wir das hier quasi jetzt heute ausrichten. Und das ist ein ökologisches Kreislaufsystem, in dem wir Lebensmittelerzeugung haben, in dem wir Bodenkultur erzeugen und in dem wir vor allen Dingen als allererstes Energie erzeugen und das eben aus nachhaltig wachsenden Rohstoffen. Das heißt, das Ganze ist ein Kreislauf. Wie funktioniert der? Richtig. Am Anfang ist immer ein Holzheizkraftwerk. Und dieses Holzheizkraftwerk ist ja nicht so, dass man also Bäume dafür fällen muss und die Bäume da reinschieben, sondern es sind meist so kleinere Gewächse, die man so an den Straßen wegschneidet, auch aus den eigenen Gärten. Das wird also verfeuert. Daran haben wir ein Feuer. Diese Energie hat man früher bis zu 25% der entstandenen oder erzeugten Energie hat man wieder nutzen müssen, um diese Wärme wieder runter zu kühlen. Wir nutzen das, um in die Gewächshäuser zu schieben und die Wärme zu erzeugen, die die Pflanzen brauchen zum Wachsen, Winter wie Sommer. Und dann haben wir sozusagen den veraschten Teil und diese Asche, die hat man geschafft durch ein Partnerunternehmen, die das Projekt erst ins Leben gerufen hat, so zu reinigen, und zwar ökologisch zu reinigen, dass wir ein wahnsinnig mineralstoffreiches Substrat haben. Das wird wiederum mit den Resten aus der Lebensmittelerzeugung, also aus dem Pflanzenbereich, aus den Rispen von Tomaten, aus den Stängeln, aus dem Blattgrün in einer Kompostieranlage anschließend vermischt und dann hat man Terra Preta, also eine Schwarzerde. Und damit können wir nicht nur unsere Gewächshäuser wieder bestücken, die Pflanzen wieder ernähren, sondern wir können diese Erde sogar noch wieder ausbringen auf die Felder, die teilweise ruiniert sind durch Überdüngung, durch Ausbeutung der sozusagen Mineralstoff und der einseitigen Monokultur. Und können damit sogar wieder den CO2-Speicher im Boden renaturieren. Und mein Bereich ist natürlich auch der Bereich der Lebensmittelerzeugung und der Produkte daraus. Das heißt also,
wenn wir Erbsen anbauen und das ganze Jahr ernten können, haben wir das Erbsenprotein, aus dem wir dann eben solche wunderbaren Gerichte machen können. Wir haben also Algen geplant, um Omega-3-Öl zu erzeugen, auch Proteine zu entwickeln daraus. Wir haben die ganzen Schnellwachsgemüse, die wahnsinnig wasserintensiv im Freiland zu viel Wasser verbrauchen würden, Gurken, Tomaten, Paprika, alles in Bio-Qualität. Es gibt auch den Bereich Fischerzeugung, auch da streben wir eben diese Bio-Zertifizierung ein. Das heißt also, wir erzeugen quasi auch und stellen das eigene Futtermittel her. Und das alles unter einem Dach, deswegen hat einer unserer Mitglieder quasi einen Satz gesagt, jeder hat, was der andere braucht. Und das machen wir regional und ökologisch sinnvoll. Und zwar nicht als große Company, die irgendwo eine Briefkastenfirma hat, sondern auch die eigenen Regionen oder beziehungsweise die Bezirke, die Städte und die Länder, wo das stattfindet, dort werden auch die Steuergelder verbleiben. Und das ist ein holistischer Ansatz, den wir da verfolgen. Das heißt, Ihr Ziel ist auch regional zu produzieren. Was brauchen Sie dafür? Wir brauchen, ganz pragmatisch gesagt, mindestens 20 Hektar Land, möglichst metropolnah, um eben den Transfer auch gering zu halten. Und davon werden maximal 9 Hektar versiegelt, beziehungsweise wir könnten auch eine versiegelte Fläche nutzen. Die anderen 20 Hektar werden unter Glas sein, beziehungsweise 11 bis 20 und mehr Hektar werden unter Glas sein. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich Unterstützer. Also um sowas auch erbauen zu dürfen, braucht man in Deutschland eben auch die Nachbarn, Freunde, Politik und alles, was dazugehört. Und da hoffen wir jetzt, dass wir ziemlich zeitnah einen Standort realisieren können, den allerersten, und wollen alleine in Bayern starten und in Bayern in den nächsten Jahren 7 Standorte umsetzen. Vernetzung und Kontakte, haben Sie gesagt, ist das Wichtigste hier an Ihrem Stand, den Sie mitgebracht haben aufs Greentech Festival. Da sind immer ganz schön viele Leute da, weil sie was mitgebracht haben. Was denn? Also wir haben einen Green Hotdog mitgebracht. Der ist eben mit Spinat und Kürbiskernöl gefärbt. Und dann haben wir eine plant-based, also eine vegane Wurst von unserem Partner, der im Soja-Bereich ganz stark ist. Und haben eine Tofu-Wurst da drin, auch ein Gemeinwohl-Unternehmen. Dann haben wir Zwiebeln, die sind eingelegt, süß-sauer und Farofa, das ist geröstetes Maniokmehl. Und damit erreichen wir Süße, Säure, Schärfe. Wir haben diesen Bereich fettig, also wir haben fast alle Geschmacksknospen haben wir bedient und eben auch die Sensorik. Wir haben was Weiches, wir haben was Cremiges, wir haben was Knuspriges, wir haben was Knackiges und das kann einem Menschen nur schmecken, wenn er alles bekommt, was seine Sinne brauchen und was sein Körper braucht. Und das bekommt er hier und deswegen vermisst auch niemand Fleisch, Milch oder was auch immer. Und Essen erzeugt Gemeinschaft, erzeugt Kontakte und Austausch. Dann viel Erfolg bei der Standortsuche. Vielleicht ergibt sich ja was hier auf dem Greentech Festival. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, vielen Dank. Danke.